Ja, wir sind hier auf dem EduCamp 2014 in Frankfurt und neben mir steht Nando Stöcklin von der PH Bern auf Twitter @nstöcklin. Ja, und dein Thema heute ist? Gamification. Ja genau, was muss man darunter verstehen? Gamification meint, also jetzt im Bildungskontext meint Gamification den Einbezug von spieltypischen Elementen in Bildungskontext, in Unterrichtskontexten. Okay, was sind so spieltypische Elemente? Das können so offensichtliche Elemente sein wie Badges, Punkte, Ranglisten. Es können aber auch Mechanismen sein, irgendeine Zusammenarbeitform, irgendeine Competition, Hürden, die man einbaut, solche Sachen. Wie sieht das konkret aus im Unterricht? Du machst ja ein Projekt in der Schule. Was genau, wie genau bringst du die Spielelemente ein und was machen die Schüler da? Genau, wir haben eine Online-Plattform gebaut. Mit der kann man ganze Unterrichtseinheiten gamifizieren, das heißt mit diesen spielerischen Elementen anreichen. Und das sind dann halt wirklich halt die klassischen Elemente in einer Rangliste. Man kann Punkte gewinnen für jede Aufgabe, die man löst. Das wird dann irgendwie zusammengerechnet. Man kann verschiedene gut die Quests lösen. Dann gibt es verschiedene, unterschiedlich viele Sterne. Es gibt aber auch Möglichkeiten zu zusammenarbeiten. Also. Okay. Und wie finden die Schüler das? Die finden das natürlich cool. Also die sind da sehr, sehr, sehr gut dabei. Man muss natürlich gucken, wie das beim zweiten, beim dritten, beim vierten Mal nutzen ist, aber so beim ersten Mal finden es die alle cool und die haben die erste Erprobung dauerte 5 Wochen. Nach 2,5 Wochen waren die ersten mit sämtlichen über 50 Quests waren die durch. Ja. Und was sagen die Lehrer dazu? Die finden es auch cool. Der Vorteil für die Lehrperson ist, die können die ganze Motivierung, also das Antreiben der Klasse, können sie wie auslagen in diesem Tool. Mhm. Und das ist natürlich was den Lehrpersonen gefällt und sie können dann die Zeit nutzen, die Unterrichtszeit nutzen und sind dann in der Rolle des Coaches. Also sie können wirklich nur noch im Prinzip helfen, wo es nötig ist und alles andere läuft. Wir sind jetzt auf einem Barcamp, auf einem EduCamp. Wie könnte man denn ein Barcamp gamifizieren? Hast du da Ideen? Ja, man könnte natürlich wieder überall Punkte vergeben. Man könnte Punkte vergeben für eine Session, die man leitet, für eine Session-Teilnahme, für Interviews, die geführt werden, für die ganzen verschiedenen Sachen. Ob das wahnsinnig viel bringen würde, ist fraglich, weil man muss ja immer überlegen, was ist das Ziel, also was will man damit erreichen. Aber es würde sicher ein bisschen aufpeppen, das auf jeden Fall. Okay, da hätte Lutz wahrscheinlich schon jede Menge Punkte jetzt verdient wegen der ganzen Aufnahmen und so weiter. Insofern, ja... viel Spaß noch auf dem EduCamp, viel Spaß bei deiner Session. Danke.